Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu No More Heroes 3, ne? Mit mir, dem Shining. Ja, beim letzten Mal haben wir den Eiskratzer verprügelt. Jetzt machen wir weiter, ich muss Geld sammeln. Wir können das ja damit verbinden, dass ich hier jetzt die Gegend einmal durchchecke. Und erstmal gegen das Klo fahr. Das war absolut beabsichtigt. Auch wenn viele von euch wahrscheinlich wieder das Gegenteil sagen werden. Ich durfte mir schon sehr viel in den Kommentaren anhören, wie viele Unfälle ich baue. So, ich will jetzt erstmal hier die Gegend absuchen. Oh, ich kann nicht über den Hügel drüber. Zumindest nicht mit dem Wagen. Zu Fuß ginge das wahrscheinlich. Da hat ein Pixel das nur berührt. Ein klitzekleiner Pixel. Und das reicht aus, dass ich hinfliege? Jetzt will ich noch verkohlen. So, wo komme ich denn da über den Hügel drüber? Da. Okay, dann erkunden wir mal die Gegend. Kurze Nebeninfo. Ich werde jetzt diese Gegend und diese Gegend absuchen und die Kämpfe erstmal nicht machen. Ich werde das hier im Schnelldurchlauf durchlaufen lassen, also so mit vierfacher Geschwindigkeit und immer dann wieder normal schalten, wenn ich was gefunden habe. Also sonst würde die Suche allein die ganze Folge strecken. Ich werde auch währenddessen die Klappe halten. Ich einmal kurz sprechen. Wieso bin ich jetzt vom Rad geflogen? Nur weil da unsichtbare Mauer ist, oder wie? Okay, nach 2 Minuten habe ich endlich was gefunden. Komm her. Sagte, komm her, nicht stich mich. Den sammle ich gleich nochmal ein. Weiter geht's mit der Fahrt. Okay, Leute, ich habe jetzt bis hierhin die ganze Zeit schnell durchlaufen lassen. Hier ist offenbar auch noch ein Klo, das ich eben reinigen kann. Ich habe meine Bestimmung mal wieder gefunden. Oh, das ist was anderes. In der Höhle. Ich habe jetzt auf dem Weg ja nur 2 Skorpione jetzt gefunden. Ich werde die mir jetzt danach holen. Oh, ich soll WNS abbauen, bevor die Zeit abläuft. Mit Y oder X Spitzhacke schwingen. Also das hier ist die WNS-Geldmaschine. Ich bin nicht nah genug dran, du Idiot. Ich muss dann 2 Dinge abbauen? Easy. Ah, okay. Das war jetzt alles, oder wie? Wie viel kriege ich denn dafür?
Ich habe jetzt zwei in 20 Sekunden abbauen können. Es waren ja auch nur zwei da. Aber wie viel WNS kriege ich jetzt dafür? Es ging ja darum, das abzubauen. Und 1000 UC ist jetzt nicht so die ordentliche Geldmaschine. Da hat das Rasenmähen mehr gebracht. Und im Übrigen, nur da, weil da steht, neues Level verfügbar, heißt es nicht, dass die sehr viel schwerer geworden sind. So, von hinten schleichen, damit er mich nicht bemerkt. Und hab dich. Okay. Dann holen wir uns jetzt noch den Skorpion da hinten. Ich fahre jetzt extra hier über den Weg, weil da wissen wir ja schon, ist keiner. Ich halte weiter Ausschau. Also hier habe ich auf jeden Fall gründlich erkundet. Und das ging ja auch hier recht easy. So, und da wissen wir, ist noch einer. Schon mal absteigen. Und von hinten schleichen. Dreh dich bitte nicht um. So. Ab die beiden. Und dafür kriege ich auch ordentlich Cash. Also es lohnt sich, die Skorpione zu sammeln, weil die richtig viel Geld bringen. So, die kann ich dir ja abgeben, ne? Ah ne, ist nur hier. Ich kann mir hier noch ein paar Sachen kaufen. Einmal was zu essen. Dann krieg ich einen Bonus, oder wie? Okay, auch interessant, dass ich das machen kann. Da vorne war irgendein Häuschen noch. Hier zwischen irgendwo. Da. Oder ist das einfach nur irgendein... Ach, das sind nur Schilder. Okay. Dann mache ich jetzt noch die vorgesehenen Kämpfe. Next. So, mal sehen, was für Gegner ich habe. Was auch immer ihr seid. Sprenger. Pam. Alter, diese Sprungdudes sind nervig. Die springen die ganze Zeit immer meine Attacken drüber. Erneut versuchen, komm, gib mir Jean. Mustang-Modus. Das ist Mustang-Modus. Nein. Du weg. Und tschüss. Wie haltet ihr denn aus? Komm her. Ich mag die nicht.
Die nerven massiv. Ich muss mich auf jeden Fall boosten demnächst. Meine Kraft aufbessern. Ich mag gefühlt echt wenig Schaden. Ich habe immer noch keine Ahnung, was der Mustang-Modus sein soll. Let's get this over with. Screw Rusher Deathkick! Sweet! Tschüss. Ich kick dich erstmal weg. Tschüss. Ich hätte gern einmal das. Zwei von denen nerven halt einfach. Jetzt verreck! Mann. Mustang-Modus bereit. Ach so, dass man ultra schnell zuschlägt. Zieh dich. Verreck. Zwei von denen sind halt wirklich ultra nervig. Vor allem, weil die so viel aushalten. Denkst du, ich sehe dich nicht, oder wie? Tschüss. Du warst nicht das Problem. Die anderen beiden, die waren nervig, weil die so wenig Schaden genommen haben. Beziehungsweise gefühlt gar keinen. Irre hart im Austeilen und irre hart im Nehmen. Also ich habe höchstwahrscheinlich viel zu wenig Power zurzeit. Angenehm war der Kampf definitiv nicht. So, da hinten gibt es noch ein Gebiet, wo ich nicht war. Wir fahren wir auch sofort hin. Aber erst muss ich hier den Kampf machen. Ich finde es übrigens schön, dass mich eine unsichtbare Mauer immer auffällt. Ich konnte nicht in die Berge. Deswegen. So, let's go. Ach, nur die... Komm her, komm her, komm her. Raspberry, double kill. Das ist so schön, dass ich mit dem schweren Angriff halt beide treffe. Und wieder einer weg. Screw Crusher Deathkick!
Und tschüss. Hab dich. Und tschüss. Das war easy. Im Vergleich zum anderen Kampf. Der war richtig easy. Ja, habe auch nur eine Minute gebraucht. Aber ich werde mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit vor dem nächsten Part erstmal wieder Geld farmen, dass ich mir die Kraft deutlich erhöhen kann, weil ich mache viel zu wenig Schaden. Mit Abstand. Also wir erkunden hier jetzt noch zu Ende. Sofern das da oben jetzt nicht riesig ist. Nee, sollte eigentlich recht schnell erkundet sein. Oder kann ich da überhaupt rein? Sieht verschlossen aus. Ich habe auf jeden Fall was Interessantes gesehen. Und esst mich leider auch. Hab dich. So, kann man da rein? Nein. Kann ich hier drüber? Nein. Okay, da kann ich noch nicht hin. Muss ich erst irgendwo freischalten. So, Leute. Der nächste Kampf. Und das sind wieder diese nervigen Dinger. Erstmal die da hinten, weil die Minen machen. Aua. Und die Minen können einen ordentlich nerven. So, einer ist weg. Das Schwert aufladen. Jetzt trete ich dir ins Gesicht. Und tschüss, der nächste ist weg. Je weniger von denen, desto besser. Unbesiegbarkeitsmodus. Ich kann auf alles scheißen. Ich hau euch kaputt. So, wo bist du hingeflüchtet? Dahin. Und trink nochmal den Unbesiegbarkeitsmodus. Das Spiel gönnt mir zur Abwechslung. Ah ne, der Sprint angefahren mit Y, oder? Einfach treten. Wenn die sich verteidigen, treten. Einer von denen müsste noch übrig sein. Komm. Ich will treten. Einfach so. Er kriegt mich halt jedes Mal damit, ne? Diesmal nicht. Diesmal kriegst du mich nicht damit. Tschüss. Sweet Home Alabama. And I don't bite the dust. Ach. Manchmal sind die Kämpfe easy, wie sonst was, und dann die anderen, wie der erste von diesen vorgesehenen Kämpfen, regt einen nur noch auf. Ich habe alle vorgesehenen Kämpfe erledigt. Jetzt geht es darum, 25.000 zu verdienen. Und die habe ich noch nicht. Ich mache einmal Fast Service Center Destroy, weil ich hier noch während der Folge die Skorpione abgeben will. Und danach werde ich erstmal wieder ein bisschen Geld farmen.
Weil ich muss dringend den Angriff erhöhen. Ich mache einfach viel zu wenig Damage. Ich mache gefühlt mit einer ganzen Combo nur ein Viereck weg. Das ist viel zu wenig. Ich muss mindestens um zwei jedes stärker machen. Sonst wird das nix. So, mal sehen, wie viel du mir gibst. Echt viel. 1300 habe ich jetzt insgesamt davon bekommen und von dem anderen 900. Damit kann ich auf jeden Fall ein bisschen meine Kraft steigern. Wir sind ja direkt am Labor, dann machen wir das heute noch. Außerdem soll ich ja diese Karten dem Bishop bringen, ne? Machen wir das doch auch mal. Ist egal, wo ich reingehe. Ach nee, da liegt eine Karte. Direkt vor seinem Laden. Alter, was ist denn das für ein Troll? So, ein Bishop. Ah, und dafür kriege ich auch nochmal WSN. Und ein paar Sachen. Aber die Karten haben sich jetzt nicht so sehr gelohnt, wie es die Skorpione tun. Ist halt einfach nur gefühlt Taschengeld. So, mein Wagen steht hier schon, dann nehme ich den. Kann ich ein bisschen abkürzen. Wie gesagt, 25.000 habe ich nicht. Noch nicht. Werde ich zum Start der nächsten Folge dann haben. Also ich werde das jetzt nicht in die Chips investieren. Zumindest die 25.000 nicht. Und ich werde die WSN jetzt alle verwerten. Und nochmal, jetzt will ich gucken. So, bei Handheld muss ich nochmal gucken. Achso, einfach nur den linken gedrückt halten. So, wie gesagt, ich gehe jetzt komplett auf Angriff. Weil ich mache einfach so wenig Schaden. So, und auch ein bisschen auf Leben. Das kann ich auch noch einmal verbessern. Habe ich ein bisschen mehr Energie. So. Und den Rest investiere ich schon mal in Angriff. Weil ich brauche dringend mehr Power. Es ist halt einfach so. Ja, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, ihr kennt den Drill, Abo und ein Like. Am besten auch einen Kommentar da lassen, bei der YouTube-Algorithmus rechnet sich zurzeit nach euren Kommentaren. Und ihr würdet mir so helfen, ein bisschen bekannter zu werden. Ja, ansonsten verabschiede ich mich jetzt und ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Zeit mit dem Video.